Hallo Leute und willkommen zu einer kleinen Meldung aus dem Reisetraktor von unterwegs. Ich stehe nämlich gerade noch mitten in Berlinistan, war beim Wettkampf und wir haben da eine kleine Sache zu feiern. Ja, sogar zwei kleine Sachen zu feiern, denn zum einen habe ich dieses Mal ein 2-2 im Turnier gehabt, habe also 6 Punkte für die Rangliste für den Monat Juli schon erreicht, aber da soll es jetzt nicht drum gehen, aber es freut mich natürlich. Nee, wir wollen uns was anderes anschauen, denn am heutigen Freitag wurde nun veröffentlicht der Sachverständigenbericht zur Bewertung der geheiligten Zombie-Seuchenmaßnahmen der absurdistanischen Gier. In den vergangenen 2 Jahren wurden 83 Millionen Menschen weitestgehend ihrer Freiheit beraubt und nun hat endlich mal in den letzten Wochen und Monaten ein Expertengremium drüber geschaut, um herauszufinden, was von der politischen Drangsalierung eigentlich irgendeinen Sinn hatte und was, auf Deutsch gesagt, reine Schikane und überflüssig war. Haben wir gestern ja schon ein bisschen angeteasert. Man sieht ja mittlerweile auch die geheiligten Tests, Schnelltests sehr kritisch hat. Der Gassen selbst, der Vorsitzende von der Kassenärztevereinigung, selbst der hat das als, Gott, vollkommen sinnfreie Veranstaltung bezeichnet. Also hört, hört, liebe Leute, das war vor kurzem noch Verschwörungstheorie. Aber nun haben wir ein 160-seitiges Dokument, einen Bericht, der, naja, nicht ganz so hart ins Gericht geht mit der Gier, wie eigentlich notwendig gewesen wäre. Ganz so richtig getraut scheinen sie sich nicht zu haben. Aber all das, was Verschwörungstheoretiker ohnehin seit Monaten sagen, ist im Bericht auch aufgeführt worden. Hat sich blöderweise mal wieder bestätigt. Ja, bei den Grünen kotzt man, bei den Grünen scheint jetzt sämtliche Sicherungen durchzuknallen. Kommen wir gleich zu. Gucken wir uns aber erstmal an, was drinsteht in diesem 160-seitigen Dokument. Wir wissen alle, Ende April muss es gewesen sein, als... verschluckt. Nein, nix Zombie. Ich habe hier ein Getränk neben mir stehen. Ich habe mich an meinem Getränk verschluckt. Ende April hatte Drosnocchio seinen Posten im Expertengremium geräumt. Unter fadenscheinigen Angaben ist dann von Herrn Stör beerbt worden, der jetzt auch schon relativ öffentlich verkündet hat. Die Bild-Zeitung wollte da zwar mit ihm drüber reden, da hat er aber dann doch keine Lust gehabt, was zuzusagen, aber der doch schon relativ öffentlich verkündet hat, dass der Bericht nicht so kritisch ist, wie er hätte sein müssen. Offensichtlich hat man sich zurückgehalten, was die Kritik angeht. Na klar, haut der Jo, man darf ja auch die absurdistanische Gier nicht kritisieren. Aber so ein paar Punkte sind eben doch durchgekommen und haben sich nun als offensichtlich überflüssig herausgestellt. Konkret aufgeführt war beispielsweise der Zirkus mit den Schulschließungen. Das wurde als weitestgehend wirkungslos entsprechend beurteilt, nachzulesen bei BR24 oder im 160-seitigen Bericht, aber heute haben sowieso alle Medien drüber geschrieben. Ansonsten der ganze Dödelirrsinn, Doppeldödel und Trippeldödel und der ganze Zirkus, der ist auch als, naja, können wir jetzt eigentlich nicht sagen, dass da eine Evidenz vorhanden ist, dass es irgendwas gebracht hat. Das Einzige, wo man sich nicht wirklich zur Kritik getraut hat, sind die heiligen Maulkörbe, denn die hat man mit Samthandschuhen angefasst. Man hat nicht gesagt, das ist jetzt so das absolute Nonplusultra und alternativlos, was uns verkauft wurde. Nee, man hat mitgeteilt, naja, das mit den Maulkörben, nur dann, wenn sie auch tatsächlich richtig getragen werden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sie nicht eng anliegend sind oder einfach falsch oder was auch immer, naja, dann vermindert es gar keine Wirksamkeit. Ist das nicht genau das, was Verschwörungstheoretiker seit Monaten bereits gesagt haben? Steht jetzt auch im Sachverständigenbericht. Die geheiligten Maulkörbe, die alle sonst wie sich vor die Schnauze gepappt haben, teilweise ohne Prüfzeichen, ohne alles, also Qualität fragwürdig, die bringen nur dann etwas, wenn man sie auch korrekt handhabt. Ja, guten Morgen. Jetzt kommt mir nicht mit, aber ein Zahnarzt macht das doch auch die ganze Zeit oder generell in der Arztpraxis machen sie es doch auch. Ja, da geht es aber darum, dass man nicht in offene Wunden spuckt und solche Geschichten. Ist also halt nochmal ein kleiner Unterschied. Um da einen Schutz vor irgendwelchen Krankheitserregern haben zu wollen, was jetzt so Stofflappen schon mal, ne, darf man ja auch nicht aussprechen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, um auch nur im Ansatz irgendeinen Schutz haben zu wollen, setzt es voraus, dass es wirklich 1:1 so gehandhabt wird, wie dann auch funktionell vorgesehen. Und das ist eben in den meisten Fällen nicht gegeben. Es lässt sich aus diesem Sachverständigenbericht auch nicht ableiten, dass irgendwelche Maulkörbe mit irgendeiner Kennung vorne dran, FP, was auch immer, 12.000, dass die irgendwo besser sind als andere. Das ist auch fragwürdig, lässt sich da wohl nichts draus ableiten, dass es da irgendwelche großen Unterschiede gibt in der Wirksamkeit. Also schlichtweg bei den Maulkörben hat man gesagt, ja, wenn sie richtig gehandhabt werden, dann mag das so sein, aber ansonsten vermindert bis gar nicht. Ja, Chapeau. Warum wurde man doch gleich zitiert, wenn man genau das gleiche vor einem Jahr gesagt hat? Muss man, glaube ich, nicht weiter drüber reden, ist einfach nur ein absolutes Trauerspiel. Dass man die heiligen Maulkörbe nicht stärker angreifen konnte, mag daran liegen, dass die Lager nach wie vor voll sind. Man hat ja Millionen davon aufgekauft, hat Tausende davon, weiß nicht, hat man die mittlerweile bezahlt, hat man sehr lange Zeit zumindest nicht bezahlt, hat also
Geld zurückgehalten, was den Herstellern, bei denen man da auf Shoppingtour waren, hätte zugehen müssen. Da gab es ja dutzende Gerichtsverfahren, wo die Hersteller oder die meistens Importeure, wird ja dann aus China importiert, der Kram, wo die dann geklagt haben gegen Spanier und Konsorten, weil die nicht bezahlt haben. Also wenn man irgendwo einen Vertrag eingeht, sollte man den Vertrag auch erfüllen und dann entsprechend die Rechnung begleichen. Ist ansonsten ein bisschen lächerlich. Aber all das, was uns in den vergangenen Monaten so als alternativlos erzählt wurde, heilige Hausarrest, der ganze Zirkus, das wurde nun vom entsprechenden Bericht weitestgehend auseinandergenommen. Eher so in dem Bereich, es könnte ja vielleicht ein bisschen was getan haben, aber wir haben da jetzt keinen Beleg dafür gefunden. Und jetzt wird's richtig haarig, denn jetzt stellt sich der Damen hin von den Grünen und erzählt, dass die Abwesenheit von Evidenz der Wirksamkeit nicht gleichzeitig eine Evidenz für die Abwesenheit von Wirksamkeit ist. Ist ein Zitat an der Stelle. Die Abwesenheit von Evidenz einer Wirksamkeit der Wirksamkeit ist keine Evidenz für die Abwesenheit von Wirksamkeit. Also wirklich total verschwurbelt, muss man erstmal kurz drüber nachdenken, ist aber ganz einfach. Der von den Grünen stellt sich hin und sagt, wenn sich nicht belegen lässt, dass die geheiligten Maßnahmen keine Wirksamkeit hatten, dann heißt das ja nicht automatisch, dass sie keine hatten. Ach so. Jetzt quadrieren wir den Kreis oder was? Also was ist denn das für eine Argumentation? Doch, lieber Damen, genau das heißt das. Wenn sich trotz Suchen eines sehr wohlwollenden Gremiums, man hat ja nur 2-3 Kritiker drin, aber der Rest ist ja wirklich sehr regierungstreu, sehr obrigkeitshörig. Wenn man trotz wohlwollendem Gremium in monatelanger Arbeit es nicht geschafft hat, eine Evidenz zu finden für die Wirksamkeit, dann wird es wohl so sein, obwohl man alles dran gesetzt hat, das irgendwie zusammenzuschustern, dann wird es wohl so sein, dass es praktisch unmöglich ist, eine Evidenz zu finden, mag dann wohl bedeuten, dass es schlichtweg keine gibt. Heißt also, dass die Wirksamkeit dann entsprechend wohl abwesend gewesen sein ist. Aber es ist schön. Jetzt plötzlich ist die Abwesenheit von Evidenz, der Wirksamkeit, keine Evidenz für die Abwesenheit von Wirksamkeit. Doch in der Natur der Sache liegt das an der Stelle. Dies ist die Begründung schlechthin, wenn sich die Wirksamkeit nicht begründen lässt. Was ist dann wohl die logische Konsequenz? Kommt da selber drauf. Muss ich euch nicht vorkauen. Aber schön, wie man da von den Grünen versucht, sich jetzt rauszuziehen. Kubicki von der FDP hat mitgeteilt, das ist also genau das, was vermutet wurde, was er längst vermutet hat. Er plädiert darauf, den Tierarzt vom RKI zu entlassen. Hat nämlich mitgeteilt, dass die vom RKI gelieferten Daten offensichtlich alles andere als valide sind. Das ist nämlich noch das Nächste. Sie haben kaum verfügbare Daten gefunden. Sie haben kaum irgendwo belastbare Daten gefunden, die sie nutzen konnten für den Sachverständigenrat. Es gab offensichtlich einfach keine handfesten Informationen und das kennen wir spätestens seit der Bundespressekonferenz. Hat nämlich Boris 100-mal nachgefragt nach belastbaren Zahlen, hat nie welche gekriegt. Ja, wir liefern nach und da können wir nichts zu sagen und das wissen wir nicht. Jetzt ist es offiziell, dass man offensichtlich diese Daten entweder nicht erhoben hat oder sie nicht mal dem Sachverständigenrat geben wollte. An der Stelle könnt ihr selber entscheiden, was von beiden schlimmer wäre. Die Leute wegzusperren ohne entsprechend solide Datengrundlage oder die Daten nicht rausgeben wollen, weil sie möglicherweise nicht unbedingt die eigene These stützen. Wäre beides ziemlich perfide. Kubicki fordert nun also, den Tierarzt zu entlassen, weil es Aufgabe des RKIs wäre, verlässliche Daten zu liefern. Captain Gammelahn ist dagegen. Naja, es bestehen wahrscheinlich irgendwelche Verstrickungen an der Stelle. Captain Gammelahn ist der Meinung, der Tierarzt macht das doch klasse und die hätten ja immer tolle Daten geliefert. Also erstens haben die permanent falsche Daten geliefert, die sie dann selber ein paar Stunden oder ein paar Tage später wieder korrigiert haben. Und zweitens haben sie auch oft auf Nachfrage hin keine Daten geliefert. Das als verlässlich und toll und was auch immer zu bezeichnen, ist ein bisschen kreativ, ist nicht sonderlich realitätsnah, muss ich euch glaube ich auch nicht erzählen. Wissen wir, haben wir in den letzten 2 Jahren mitbekommen. Die Forderung von Kubicki würde ich also an der Stelle teilen. Der Tierarzt ist dort völlig falsch. Da gehört jemand hin, der auch ordentliche Daten liefern kann, der nicht politisch oder ideologisch verblendet ist, der nicht im Anus von ihr. Ihr wisst schon, wem steckt, um jetzt mal so ein bisschen auf Harry Potter anzuspielen. Ihr wisst schon, wer ist an der Stelle natürlich die absolutistische Gier. Da gehört jemand hin, der einfach wissenschaftlich arbeitet. Und zwar ohne vorher gewisse Thesen und Antithesen auszuschließen, weil sie nicht ins eigene Weltbild passen. Der tatsächlich als Wissenschaftler das große Ganze betrachtet und wissenschaftlich arbeitet, indem er Fakten, Evidenzen indem er Erkenntnisse zusammenträgt, um dann zu einer wissenschaftlichen Aussage zu gelangen. Und zwar in alle verfügbaren Richtungen. Genau das hat das RKI nicht gemacht. Die haben nämlich alles, was nicht der Marschrichtung, zur Marschrichtung gehört, kurzerhand hinten überfallen lassen, diffamiert, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
haben sie also ausgeblendet, ist nicht mit eingeflossen in die Bewertung, in deren Zahlen, in deren Lageberichte. Und so kann man noch nicht wissenschaftlich arbeiten. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Also die, die immer schreien, wir wären die Wissenschaft, ihr wisst nicht mal, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert, ihr Deppen. Wissenschaftliches Arbeiten basiert auf These und Antithese, Diskussionen, Diskurs, man tauscht sich aus. Man sucht Belege für die eigene These, nimmt aber auch die These des Gegenspielers, in dem Fall des Kollegen, an und schaut, was hat denn der für Beweise dafür. Und dann argumentiert man gegeneinander und dann guckt man, welche These die besseren Argumente, die besseren Evidenzen, die validere Begründung hat. Was ist denn jetzt realitätsnah? Ist es die eigene These oder ist es vielleicht doch der andere? Hat der vielleicht die besseren Argumente und die besseren Beweise gefunden? Das hat man aber nicht gemacht. Nee, man hat sich hingestellt, hat eins als alternativlos definiert. Und alle anderen, die eben das eine nicht vertreten haben, den hat man kurz und abgesprochen, dass sie Wissenschaftler sind, was natürlich Bullshit ist. So, und das hat man 2 Jahre lang gemacht. Und jetzt fliegt es einem um die Ohren. Und jetzt stellt man sich hin von Seiten des Van Dams und erzählt mal, nur weil wir keine Wirksamkeit begründen konnten, heißt es ja nicht, dass keine da ist. Also das macht doch wirklich fassungslos. In einem Land, wo die Presse der Politik nicht im Arsch kleben würde, oder am Arsch kleben würde, wäre das aber heute sowas von zerlegt worden. Hier in Absurdistan hat man so ein bisschen angeschaut, auch ein bisschen kritisch rangegangen von Seiten der Welt. Ja, Moment, die Kritik an der Regierung, die ist ja offensichtlich jetzt doch notwendig. Ist ja doch keine Verschwörungstheorie, müssen wir doch mal kritischer hinterfragen. Ja, guten Morgen, liebe Welt, das hätte die letzten 2 Jahre übermachen sollen. In einem Land, wo die Presse tatsächlich die 5. Gewalt im Staate ist, hätten sie dieses Expertending eben jenen damals und jetzt Beteiligten sowas von um die Ohren geknallt, Fragen gestellt, Zahlen sehen wollen, wissen wollen, wie kann es denn sein, dass diese und jene Daten nicht erhoben wurden. Das wäre in einem Land, wo Pressearbeit das tut, was sie soll, nämlich kritisch hinterfragen, was tut die Gier denn da, was wird denn in der Politik gemacht. Das wäre in einem Land, wo das funktioniert, völlig normal gewesen, absolut an der Tagesordnung. Da wären sie heute in die Bundespressekonferenz gestürmt und hätten wissen wollen, Tierarzt, wie kann es sein, dass das und das und das nicht erhoben wurde? Tierarzt, wie kann es sein, dass das bekannt war und trotzdem dieser politische Irrsinn durchgedrückt wurde? So, da hätte man nachgefragt. Hier kommt so ein Gefälligkeitskram. Nach dem Motto, ja, Sie haben ja für den Herbst schon wieder das und das und das bestellt. Jetzt sagen Sie mir doch mal, bei wem haben Sie das denn bestellt? Und wie funktioniert denn das? Und duzi. Und wie oft sollen die Leute denn? Also diese Gefälligkeitsfragen. Ja, mein Gott, das ist dann eher so betreutes, sich in den Vordergrund spielen von Seiten der Politiker. Hat der Boris auch schon ein paar Mal gesagt, das hat doch mit einer Pressekonferenz nichts zu tun. Da wird einem der Arsch gepudert, das ist eher so eine Bühne, die Politik bekommt. Erklären Sie doch mal Ihre Arbeit. Das ist aber nicht die Aufgabe an der Stelle. Da muss kritisch nachgefragt werden, nämlich an Stellen, wo offensichtlich was im Argen liegt. Bestes Beispiel, Datenlage beim RKI. Wie kann es denn sein, dass auf Basis einer offensichtlich nicht vorhandenen Datenlage, das ist ja genau das, was im Expertenrat kritisiert wird, unter anderem, wie kann es denn sein, dass auf Basis dieser sehr, sehr desaströsen Datenlage so und so viele Grundrechte von so und so vielen Menschen verletzt wurden? So, wie sehen denn jetzt mögliche Kompensationen aus? Wie macht man das denn wieder gut? Was sind denn die Konsequenzen, die Verantwortlichen draus ziehen? Wieder gut machen kann man es nicht, schon klar, aber was passiert jetzt mit denen, die das damals durchgedrückt haben? Teilweise trotz besseren Wissens, teilweise ohne Datengrundlage. So, es muss doch irgendwas daraus folgen. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt so abgetan wird, hinüberfallen gelassen wird, das war halt so, ist dumm gelaufen, passt. Also, da hätte man sich den Zirkus auch sparen können. Nee, da muss jetzt auch tatsächlich mal was draus geschehen. Da müssen Konsequenzen folgen, da müssen Leute auch zur Kasse gebeten werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten ist es ein reines Showtheater. Aber immerhin gibt es jetzt diesen 160-seitigen Bericht, wo man massive Angst und Panik vorhatte von Seiten der absurdistanischen Gier. Kann ich nachvollziehen, warum man da so eine Angst vorhatte. Und der ist alles aber nicht sonderlich angenehm für die absurdistanische Gier. Ja, die jetzige Hampel, die hat ja noch ein bisschen Glück, weil 2 Jahre der Vorgänger verkackt hat oder einen Dreivierteljahre. Heißt aber, dass dieser ganze Zirkus, den die Grünen gern weitermachen würden, den die Vorgänger eingeführt haben, Spani und Konsorten, dass der nicht mehr haltbar ist in sehr, sehr vielen Punkten. Und dazu dann mal eine Aussage zu bekommen, scheint fast unmöglich zu sein. Die Bild hat es bei mehreren versucht, ist überall gescheitert. Und der Van Dam stellt sich hin und erzählt so einen Murks, wirklich so einen Bullshit, wie nur weil wir keine Wirksamkeit beweisen können, heißt ja nicht, dass keine da ist. Ja, nur weil wir keine Aliens sehen, heißt es nicht, dass keine da sind. Ich hätte es gerne eine Aliensteuer, die in meine Tasche geht, die darf die absurdistanische Gier mir zahlen für den First Contact. Für den ersten Kontakt mit Aliens. Könnte ja sein, dass es Aliens gibt. Ich rede mit denen, ich sorge dafür, dass die den Planeten nicht kaputt machen. Ich hätte es gerne Aliensteuer von euch. Und zwar 10% eurer Einnahmen. Machen wir so? Könnte ja sein, dass es Aliens gibt.
Könnte auch sein, dass die mit mir reden. Könnte sein, dass ich einen intergalaktischen Krieg verhindern kann. Gleiche Argumentation. Der Beleg dafür, oder der Beleg, das Fehlen einer Evidenz für Aliens und das Fehlen der Evidenz, dass ich mit denen reden und sie vom Angreifen abhalten kann, das heißt ja nicht, dass es nicht so ist, nicht wahr? Also mit so einer Argumentation kann man jede Abstrusität begründen. Ja, tut man ja auch, nicht wahr? Aber es ist doch wirklich gaga. Jetzt ist der Beleg schwarz auf weiß da. Vieles, was uns als alternativlos verkauft wurde von den Medien, die sich da zum Handlanger, zum Beihelfer gemacht haben, lässt sich nicht bestätigen, dass es irgendwas gebracht hat. Gammelahn guckt ein bisschen doof. Der Grünling schwurbelt im Kreis. Man will es nicht gewesen sein. Alle anderen waren es ja. Man weiß die Schuld von sich. Und letztlich versucht man einfach so weiter zu machen wie bisher. Das passt schon irgendwie. Das darf man keinem erzählen. Guckt euch den Bericht gerne an. Ist, glaube ich, mittlerweile auch im Internet verfügbar. Ansonsten bei BR24 könnt ihr zumindest die Eckdaten davon lesen. Und dann fahre ich jetzt erstmal nach Hause und schau mal, ob wir nachher noch was Ausführliches zusammenbekommen. Deswegen bis dann. Und natürlich nicht ärgern lassen. Ihr kennt das Spiel ja. Jetzt trinke ich mein Getränk noch schnell zu Ende. Und dann wird erstmal eine Stunde getuckert. So, aber dann bis später.